Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Matthias von Matz Gitarrenkurse und Akustik-Gitarrenlernen.de. In diesem Video wollen wir uns eine zweite Variante von Somebody That I Used To Know anschauen, die gleichen Akkorde, aber ein bisschen anders gegriffen und mit einer etwas anderen Dämpftechnik. Und dafür hole ich jetzt die Kamera ran, damit wir uns das eben genau anschauen können. Bis gleich. Wir greifen zunächst einen A-Moll-Akkord, schlagen dann diese drei Saiten, die wir greifen, an mit Zeige, Mittel und Ringfinger. Wenn wir die Töne angeschlagen haben, nehmen wir die Kraft aus den Fingern. Und wenn wir das machen, hören natürlich die Töne automatisch auf. Dann werden wir außerdem noch den Daumen auf die A-Saite setzen, damit eben die A-Saite nicht weiter schwingen kann. Und das einfach mal so ein bisschen machen. Anschlagen, wegnehmen, anschlagen, wegnehmen, anschlagen, wegnehmen, anschlagen, wegnehmen. Dann machen wir das Gleiche und greifen die Töne aber mit Mittelring und kleinem Finger. Dann machen wir das gleich mit A-Dur, also alle drei Finger im zweiten Bund, die gleichen Saiten anschlagen, Daumen wieder auf die A-Saite und auch hier die Kraft aus dem Daumen nehmen. Aus dem Daumen sage ich schon. Das außerdem aber auch die Kraft aus den Fingern natürlich. Und jetzt das Gleiche, indem wir den Akkord mit Mittelring und kleinem Finger greifen. Dann greifen wir mal die zwei Akkorde. Da haben wir zunächst mal den D-Moll. Dieser Greifvariante, das heißt, der Zeigefinger greift hier die A-Saite im fünften Bund, der Mittelfinger sechster Bund auf der H-Saite und dann Ring und kleiner Finger im siebten Bund auf der D- und auf der G-Saite. Und dann wechseln wir zu C-Dur, dritter Bund A-Saite, Zeigefinger, die anderen drei, so wie wir das gerade beim A-Dur hatten, nur greifen wir jetzt nicht im zweiten, sondern im fünften Bund. Das wäre mal das erste, diese beiden Akkorde hin und her zu wechseln, um die im wahrsten Sinne des Wortes in den Griff zu kriegen. Zunächst mal geht es nicht darum, besonders schnell zu sein, sondern nur, dass die Finger wissen, wo sie hin müssen. Und dann spielen wir das Ganze komplett. Das heißt, wir fangen an, greifen mit dem Zeigefinger im dritten Bund auf der A-Saite, schlagen den Ton an, dann rutschen wir hoch und greifen.
greifen den D-Moll-Akkord, dann schlagen wir die D-, G- und B-Seite an. Und wenn wir die angeschlagen haben, nehmen wir die Kraft aus den Fingern, so wie wir das vorher geübt haben. Von da schlagen wir dann die A-Seite nochmal an und rutschen zurück in den dritten Bund und greifen den zweiten Akkord und nehmen dann die Kraft auch aus den Fingern. Also ja, damit haben wir eigentlich auch schon den kompletten Groove. Schwierigkeit besteht so ein bisschen darin, den Zeigefinger immer liegen zu lassen, dass der Basston weiter klingt. Und den Akkord zu dämpfen, die Kraft aus dem Finger rauszunehmen. Oder aus den Fingern vielmehr. Deshalb ist diese Vorübung mit dem Rausnehmen der Kraft so wichtig, damit man das hier im Groove leichter umsetzen kann. Ich hoffe, dass diese zweite Variante mit dieser anderen Dämpftechnik eben in der linken Hand soweit jetzt klar geworden ist. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch, das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Schau dich ein bisschen auf meinem Kanal um, da gibt es inzwischen einiges zu entdecken. Teile das Video, damit auch andere den Song lernen können. Like meine Facebook-Seite, komm bei Twitter vorbei. Wenn du einen kompetenten Gitarrenlehrer suchst, ich unterrichte jetzt seit knapp 30 Jahren und kann jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Ich mache das auch über Skype und wenn du weitere Infos dazu haben möchtest, komm auf meine Homepage www.matz-gitarren-kuse.de. Außerdem habe ich noch ein neues Projekt am Start, nennt sich akustikgitarrelernen.de. Wie der Name schon sagt, geht es da um die Akustikgitarre und da wird es in der nächsten Zeit noch einiges an Lessons und Lektionen zu entdecken geben. Würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit Somebody That I Used To Know, mit der Gitarre überhaupt. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und